Jeden Morgen verließ Udo auch an diesem sonnigen Frühlingstag gegen 6 Uhr sein vom goldenen Morgenlicht angestrahltes Häuschen. Die nie abgeschlossene Tür fiel quietschend hinter ihm zu, als er mit ausgebreiteten Armen den Tag willkommen hieß und beherzt gähnte. Er machte sich auf zur Scheune, vorbei an der alten Eiche, auf die seine 2 Kinder so gerne kletterten. Bevor er hineinging, warf Udo noch einmal einen stolzen Blick auf das hölzerne Haus, in dem er nun seit fast schon 14 Jahren mit seiner Familie lebte. So lauschig, so behütet wirkte es, wie es sich dort am Fuße des kleinen Hügels schmiegte, von dem man meilenweit auf die unendlichen Weiten South Carolinas schauen konnte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Udo vor 15 Jahren vor der damals beinahe völlig zerfallenen Ruine stand, wusste er, dass er endlich angekommen war. Mit nichts als simpelstem Werkzeug und geschickten Händen baute er seinen Fuchsbau, wie er es liebevoll nannte, zu dem, was er jetzt sah. Oh, nie würde er diesen Ort verlassen wollen. Glücklich steckte Udo den Zündschlüssel in seinen blauen FL 913 Serie 4 Deutz Traktor, der ihn wie jeden Morgen mit einem Schnurren begrüßte. Udo legte den Gang ein und fuhr los. Ein lauter Knall, überall Rauch. Udo sprang von seinem Gefährte und rang nach Luft. Als sich der Qualm legte, war Udo klar, was passierte. Wie schon im Vorjahr hatte sich der Deckel vom Kraftstofffilter gelöst und musste ausgetauscht werden. Udo schlug die Hände über seinen Kopf. Woher und wie sollte er diesen jetzt bloß herbekommen?